Grüßt euch, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind zurück in Transport Fever 2 hier in Trostberg. Da haben wir letztes Mal diese Speziallösung hier gemacht. Ah, mit diesem merkwürdigen Ring hier drumherum, wo die Straßenbahn fahren darf. Ja, meine Hoffnung ist, ich glaube auch eure Hoffnung ist, dass das später besser aussieht, wenn die Stadt gewachsen ist. Ich habe mir halt gedacht, ja, solange sie noch klein ist, muss ich nichts abreißen. Ich mache einfach den Ring drumherum und das wird dann vielleicht drüber hinaus wachsen. Man wird sehen. Vielleicht auch nicht. Gut, ja, wir werden sehen. Es wäre auf jeden Fall schön. Und ja, heute machen wir weiter. Das war ja eigentlich nur ein Exkurs. Letztes Mal eigentlich muss ich hier nur diesen Flughafen bauen, damit wir im Süden weitermachen können. Es ging darum, Ziegel hier nach Trostberg und nach Coesfeld zu bringen. Und dafür haben wir diesen Flughafen hier gebaut. Und was wir heute noch machen wollen, ist das Anschließen. Also wir brauchen noch eine LKW-Verbindung von hier nach Coesfeld und eine nach Trostberg. Und sobald die da ist, kann man dann im Süden auch die Ziegel zum Flughafen liefern lassen und dann eben Flugzeuge einsetzen, um die Ziegel hierher zu bringen. Das kann was werden. So, letztes Mal haben wir hier schon eine Güterplattform gemacht, eine LKW-Plattform. Dann machen wir jetzt hier auch noch eine hin. Müssen wir mal gucken, wo das, beziehungsweise eine Ablagedingsstation hier. Wo ist das Ding denn hier? Entladehaltestelle, so. Ja, Ziegel. Ich denke, diese Ziegelgeschichte hier wird sich eher so in diese Richtung hier ausdehnen. Deswegen stellen wir unsere, ups, was ist so, ja, unsere Entladehaltestelle hier hin. So, da können wir auch gerade eine hier hin machen. Ups, das ist natürlich nicht ganz so wahnsinnig geil, dass wir jetzt hier die Ziegel durch die gesamte Ortschaft durchschleppen müssen. Ja, super, wie machen wir das denn? Ja, wie machen wir das denn? Also, die kommen von hier. Müssen halt hier am Bahnhof entlang. Und dann wieder hoch und wieder zurück. Mit Wegpunkten. Oh, Sachen gibt's. Ja gut, es muss wohl sein. Ich will die auf keinen Fall mitten durch die, ja, durch die Ortsmitte durchtreiben. So. Jetzt machen wir unsere beiden neuen Linien dahin. Ich mache das als zwei Linien, damit man die Kapazität besser darauf abstimmen kann. So. Und zurück geht's hier wieder. Okay, das passt. Ich glaube, ich hätte mir dann diesen Wegpunkt hier sparen können. Ja. Okay, super. Okay, also das haben wir. Das müssen wir noch benennen. Coesfeld, Entschuldigung. Ziegel. Und es kriegt eine hübschere Farbe irgendwie. Ach, ist schon hübsch genug. Hübsch genug für Güter. So, das gleiche auch noch hier. Wo hat er gesagt? Dahin. Okay, perfekt. Trostberg Ziegel. Okay, das ist mir ein bisschen zu gleichfarbig. Oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Muss ja gleich mal gucken. Oh, da passt was nicht ganz. Falsche Haltestelle oder sowas. Ja, Ziegel. Machen wir diese Ziegelfarbe hier. So. Gut, hier habe ich wahrscheinlich an der Bushaltestelle den falschen Halt gemacht. Was weiß ich? Eins, zwei. Keine Ahnung. Entweder bei der 7. Ach! Nein, da ist nur eine Haltestelle da, wirklich? Ich konnte sowas. Jetzt passt's. Okay, perfekt. Ja, diese Linie habe ich vorher noch gemacht. Bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Ja. Jetzt ist es gemacht und jetzt mal gucken. Mal schauen, ob es genutzt wird. Der Sinn der Sache ist ja, dass die Leute hier aus der Ortsmitte auch diese wunderbaren Straßenbahnhaltestellen benutzen können. Also, mal schauen. Ja, wir werden auch relativ schnell dann Passagierflugzeuge einsetzen. Das könnten wir eigentlich auch bald schon, vielleicht heute noch, mal schauen, bald schon angehen. Die würden dann da runterfliegen nach Wohenstrauß, hierhin. Und ich denke, da werden wir sie mit einer schicken Straßenbahn hier irgendwie dann in den Ort reinschicken. Ob das funktioniert, weiß man nicht. Der Flughafen ist natürlich schon ein bisschen außerhalb. Ich habe mir ein bisschen Kritik anhören müssen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Er hat gesagt, ich hätte ihn hier hinbauen sollen.
Da ist ja die Infrastruktur mit dem Bahnhof schon da. Aber ja, jetzt ist es halt so. Müssen wir mal schauen. Also ja. Ja. Müssen wir mal schauen. Ich überlege auch, ob wir den Flughafen vielleicht nicht an Alt-Galau noch anschließen wollen können. Vielleicht würden die auch Interesse dran haben. Na gut, man weiß es nicht. Gut, aber jetzt kommt erstmal ein neuer Zug hier unten. Hier ist der Flughafen. Warte mal, ich mache schon mal die Linie, dann wisst ihr, wo das hin soll. Hier werden die Ziegel von hier, ja, bis ganz nach in den Norden geflogen. Bis hierhin. Oh. Aber gut, es scheint zu passen. Keine Ortschaften sind betroffen. Wie sieht's hier aus? Oh. Ich weiß gar nicht. Achso, hier landet er. Ah, gut. Also der landet hier. Ich soll gleich mal gucken, wie das hier aussieht mit den Emissionen über, was ist das, Bad Tölz. Ja gut, gucken wir gleich mal. So, also. Ziegel. Gütertransfer noch ganz Nord. Gütertransfer. Transfer. So. Müssen wir gucken, ob die auch zurück was mitnehmen können. Werden wir dann sehen. Okay, zeig mir halt die Emissionen. Wir haben ja schon Flugzeuge, die ja fliegen. Aber es ist anscheinend kein Problem. Das haben wir gut gemacht hier direkt am Kartenrand. Da ärgert sich niemand drüber. Ja, also das hier scheint kein Problem zu sein, dass die da drüber fliegen. Scheint zu passen. Gut, also was wir jetzt noch machen wollen und müssen, ist, dass wir die Ziegel da überhaupt hinbringen. Mittels eines Zuges. Den kaufen wir hier. Der fährt dann von hier. Hier überall vorbei. Da drauf. Und dann dahin. Ja, Anschluss passt. Ist gemacht. Also das können wir gleich angehen. Achso, was macht denn hier der Zug, den wir jetzt hier schon haben? Der Adenauer. Das ist nicht der Adenauer. Er versteckt sich. Und, ach, da ist er. 41 Steinchen hat er mit dabei. Was ist denn mit euch los? Ja gut, okay, der Bedarf ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch gerade im Moment. Vielleicht liegt es daran, sobald wir hier den Bedarf angezogen haben, indem wir die Fluglinie nach oben gemacht haben und hier das Erachten, die Zuglinie hier rüber zum Flughafen, dann wird das wahrscheinlich auch anziehen, denke ich mal. Ja. Ich würde fast sagen, da wird sich lohnen, da wird sich vielleicht wirklich, ja, weiß ich, eine 160 km/h-Lok lohnen, oder? Ah, nee. Das ist zu viel Kurve und langsam und sowas hier. Da lass es doch eher bei 120, glaube ich, gut sein. Also, dann zeig mir her, was wir da haben. Wahrscheinlich das hier. Oh, die ganzen S-Bahnen muss ich mal einsetzen. Ja, komm. Nehmen wir diesen hier wieder. Und dann packen wir ein paar Güterwägen dran. So. Viel müssen es aktuell noch nicht sein. Machen erstmal 52. Das reicht hundertprozentig locker ewig lang. Erstmal. Erweitern kann man dann immer noch. So. Und du fährst jetzt auf einer neuen Linie. Holst Ziegel ab hier. Ich sag gleich mal gucken, ob der auch das richtige Gleis erwischt. Fährt hier vorbei. Da habe ich extra geguckt, dass hier in der Mitte Gleise frei sind. Ihr könnt das hoffentlich erkennen. Fährt also durch. Zwischen dem ganzen Endhaltestellen hier, die ich hier gemacht habe mit den Zügen. Oh, da steht gerade ICE, oder? Aha! Hallo Eberhard! Ist gerade hier runtergekommen, hä? Schön! Gut, und hier hin. Okay, er fährt zweigleisig. Ich bin entzückt! Ziegel Flughafen. Okay, hier passt es hoffentlich. Ja, es passt. Er fährt einfach unten drunter durch. Mit seiner goldenen Linie hier. Eberhard steht immer noch da. Hör mal, Eberhard, willst du nicht schon. Oh, jetzt geht's los. Mein guter Eberhard haut mir 80,7 Millionen um die Ohren. Ah, ein super Kerl ist es. Ding haut einen Gewinn raus. Unglaublich. Haben wir denn da auch irgendwie Unterhalt einen. So, jetzt. Der muss schließlich gehegt und gepflegt werden, der gute Kerl.
Ja, ist auch sehr beliebt, diese Strecke anscheinend. Schande. Und die wollen sogar weiter bis nach Innsbruck. Ach so, Innsbruck, das, ja, Innsbruck ist die Endhaltestelle. Die meisten wollen aber nach Wohnstrauß. Okay, lassen wir das mal in Ruhe und der Zug, da fährt er, der neue, der Namenlose. Wie können wir den benennen? Mir fällt gerade nichts mehr ein. Ach komm, Strauß, wenn wir schon bei Adenauer waren, dann nennen wir den jetzt Strauß hier. Schreibt man den so? Strauß mit SS oder mit S? Ach, keine Ahnung, ist egal. Gut, also jetzt müsste das Werk hier langsam feststellen. Und da werden Siegel gewünscht. Versand 0, weil. Hat noch nichts gebracht. Müsste aber demnächst anfangen. Er macht doch gerade gar nichts. Das will ich mal kurz offen lassen hier. Ich will sehen, dass der beruhigenderweise anfängt, Zeugs rauszuhauen. Oh, nein, natürlich, das macht er gar nicht. Das macht er nicht. Oh, der Zug ist unnütz. Der verbraucht nur mehr Geld. Wir müssen natürlich auch noch Flugzeuge einsetzen. Jetzt hätte ich da lange gewartet und es wäre nichts passiert. Ich bin ein Trottel. Wir setzen erstmal ein Flugzeug ein. Was haben wir denn hier? 72 Kapazität, fliegt langsam. 20 Kapazität, fliegt sehr schnell. Das wäre da was. 737. Wow. Fliegt nicht ganz so schnell, hat aber eine riesige Kapazität. Ich glaube, die holen wir uns. Wobei, ab 1995, ab 1998. Ich weiß auch nicht. Der ist, glaube ich, besser. Ja, der hat auch deutlich mehr Emissionen noch. Na komm, wir holen uns den hier. So. Der geht auf die neue Linie. Gütertransfer Nord-Süd. Okay. Brauchen wir dafür einen Namen? Das ist der Karl, oder? Karl 1. Der Karl. Gut. Also jetzt müsste das aber klappen da hinten. Hör mal. Produktion 97 von 100. Er verbraucht 9 haben wir hier. Hör mal, guck mal auf euren Zettel. Auf euren Auftragszettel. Oh, 8. Also er verbraucht schon, aber er legt noch nichts raus. Hab ich irgendwas verpasst? Die können Ziegel zurücktransportieren. Die legen das hier hin. Gerade sind neue Ziegel angekommen. Steine. Was macht denn unser neuer Zug? Der jetzt hier. Ja, der hat das richtige Gleis erwischt. Moment mal! Aber der hat das. Der Adenauer hat das falsche Gleis. Ja, das habe ich vergessen einzustellen. Geh du mal hier hin. So. Das ist besser. Der soll ja nicht im Weg rumstehen, der Heini. Du bist ein Heini, echt. Unter Amberg. Ach du Schande, es ist ein Stau hier fast schon. Amberg, Güter. Oder, was ist das? Ziegelwerk. Ah, hier kommt jetzt der Kleine. Ja, hier ist einiges los, liebe Leute. Ich sollte vielleicht doch. Vielleicht sollte ich doch mal hier die Straße ausbauen. Also gehören wird sich das schon. Ich weiß nur, dass es unter euch Leute gibt, die sagen, ja, man muss die Straße so unattraktiv wie möglich machen. Sobald man anfängt, sie attraktiver zu machen, werden sie mehr auf der Straße fahren und entsprechend weniger meine Ver Transportmittel nutzen. Und das verstehe ich auch voll und ganz, aber es geht ja auch so ein bisschen um Realismus oder so. Und es ist einfach sehr unrealistisch, dass wir im Jahr 2002 eine Ortsverbindung als Feldweg haben. Das geht eigentlich nicht. Ja, Leim ist ganz schön gewachsen hier. 3700. Hat sie noch nicht ganz von meiner kleinen Abrissaktion hier in der Ortsbedingung erholt. Das ist da schon wieder. Nochmal ein Eberhard. Ah ja. Mein lieber Eberhard. Zwei Bahnübergänge. Na gut. Wie schaut's aus? Versand 0. Jetzt bin ich wirklich beunruhigt.
Ja, natürlich. Trottel, Trottel ist natürlich nicht durchgängig. Ganz oben haben wir noch keine LKWs eingesetzt. Da müssen wir natürlich irgendwas machen, sonst bringt das alles nix. Straßenfahrzeugdepot. Ja, ich weiß. Ach, sowas Ärgerliches. Ziegel. Die könnten wir nehmen. Rungen-LKWs, die transportieren die Ziegel. Muss ich halt aufpassen, dass ich nicht irgendwie denke, lass uns mal noch irgendwas anderes, Werkzeug oder sowas hochtransportieren. Und dann geht das natürlich nicht, weil die nur Ziegel transportieren können. Aber gut, wir machen das erstmal so. Na komm. Coesfeld, der Trostberg, Ziegel. Nach Coesfeld machen wir ein paar mehr. So, eine weitere Strecke. So. Habe ich es jetzt ordentlich verteilt? Ja, auf jeder Strecke ist was drauf. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Hier ist interessanterweise gar nicht so wahnsinnig viel los auf der Straße. Die Straßenbahn hält alles auf. Wie schnell fährt die dann? Habe ich da nicht eine Schnelle genommen? 70 km/h, die schnellste, die es gibt. Vielleicht, liebe Leute, wäre es eventuell besser, wenn ich die Straßenbahn nebenher fahren lasse. Oder halt vierspurig mit Busspur. Wir gucken das uns noch eine Weile an. Ja, also das ist halt nicht so optimal hier. Hier wird es bestimmt noch Ärger geben. Linksabbieger, Mimimi, alles Mögliche. Müssen wir bald mal schauen mit der Zeit. Was ist jetzt hier? Ist schon gewachsen. Wird noch besser. Guck mal zurück zu unserem Ziegelwerk. Ob sich da jetzt was getan hat. Oh, was ist da los? Da kommt Georg weg. Ich sehe nichts. Roter Pfeil und roter Pfeil stehen sich gegenüber. Ich guck, was ist mit euch los, ihr Trottel? Oh, Trottel. In Leimen stehen sich gegenüber. Ja, da ist irgendwas richtig in die Hose gegangen anscheinend. Nein. Die folgen sich zu dicht aufeinander. Das ist jetzt äußerst uncool. Der will nach Amberg fahren. Und der will nach Leimen fahren, ja. Sind auch nicht voll besetzt, was ist da los? Auslastungstechnisch? Keine Ahnung. Ja, das ist jetzt wirklich sehr uncool. Ich hätte hier ein Signal bauen müssen. Sehr uncool. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, ihn umzudrehen. Und er lässt dann halt diese Haltestelle aus. Fährt schon mal zurück, ohne dass die Leute aussteigen konnten mit den 42 Hanseln hier. Den lässt er ein bisschen warten. Ich bin ein Trottel. Dieses Signal habe ich da hingestellt, weil dummerweise, wenn man sich das hier mal anschaut, auf diesem Gleis zwei Linien enden. Das ist die Endhaltestelle von zwei Linien, hier diese braun auch. Und da habe ich gedacht, ja, ich stelle hier ein Signal hin, damit der Zug, der von hier kommt, hier warten kann, wenn hier gerade besetzt ist. Und dann muss er nicht, dann hält er hier nicht, also dann steht er nicht hier und hält den ganzen Verkehr auf. Sondern er steht hier, ich habe extra das Stück hier, bis das wieder einfällt hier oben. Relativ lang gemacht, dass da ein Zug hinpasst. Aber ja klar, der Zug kann es ja auch selber nutzen hier. Es ist natürlich nicht gewollt, dass sie so dicht hintereinander fahren. Vier Züge haben wir und auf einer Strecke von, weiß ich nicht, ist doch halbwegs lang. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie sich besser verteilen, die Trottel. Mist. Ist natürlich blöd jetzt. Wir müssen den noch eine Weile beobachten hier. Wir pieksen den mal fest. Und lassen den gleich wieder los in, naja, kurzer Zeit. Und dann kann ich mir überlegen, was wir jetzt machen. Also wir könnten vielleicht auch den
Weil es ist hier diesen roten Pfeil, den könnt ihr auch mal austauschen. Der sieht schon ein bisschen alt aus. Uralte Waggons. Ich habe gesagt, eine S-Bahn will ich hier nicht unbedingt haben. Das ist mir zu viel. Keine Ahnung, zu viel Wald und sowas. Zu regional. Da gehört keine S-Bahn hin, finde ich. Eine Regionalbahn habe ich jetzt, glaube ich, gerade nicht, die ich einsetzen könnte. Müsste ich mal eine holen im Workshop. Was wir aber machen könnten, wäre den Eduard als S-Bahn umbauen. Das wollte ich ja sowieso machen. Eduard, wo bist du? Da ist er. Der sieht natürlich auch so relativ schick aus, aber als S-Bahn passt es besser. Vielleicht könnten wir den roten Pfeil als diesen Zug hier machen. Ah, ein bisschen versifft sieht er schon aus. Eduard. Ja, komm, wir machen das jetzt mal. Wir wandeln die hier um. Was ist das für eine Lok, diese rote hier? Die ist es, glaube ich, Reihe 10, 42. 140 km/h. Waggons, haben wir diese hier? 160 Kapazität kriegen wir hin. Gute Leistung, wunderbar. Wir machen das jetzt. 140 kann er natürlich, glaube ich, auf der Strecke gar nicht fahren. Die ist viel zu gebunden. Aber gut. So. Jetzt haben wir diesen Zug hier eingesetzt und jetzt könnten wir eigentlich den Eduard nehmen und den austauschen gegen eine S-Bahn. Es wird langsam Zeit für S-Bahn. Genauso auch die Jacqueline. Die fährt ja. Also, das hier ist der Südwestexpress, der fährt von. Naja, Nordwesten nach Südosten irgendwie. Und der, die Jacqueline hier, das ist, sieht das? Hier ist der Steini. Fährt von Norden nach Süden im Prinzip. Ja, und wir haben sowieso noch einiges auszutauschen. Da fahren noch viele Dampfloks hier. Der Steini zum Beispiel. Ja, machen wir mit der Zeit. Gut, also Eduard, Freund. Der wird jetzt ordentlich ausgetauscht. Der wird gar nicht mehr wissen, wo ihm der Kopf steht. Wenn ich das alles getauscht habe hier. Die sehen alle gleich aus, so ein Mist. Ja, die sehen alle gleich aus. Keine Ahnung, Rhein-Main. Ich war Rhein-Main, ich wohne selbst im Rhein-Main-Gebiet so. Also machen wir das mal hier rein. Mai Rein, mein, rein. Was? 136? Ja, jetzt komm. 136 Meter. Was? Ausgezeichnete Leistung. Du meine Güte, der ist aber kurz. 204 Meter. Ja, 408 Kapazität. Pff. Das ist natürlich ein Unterschied. Das müsste auch überall passen. 240 Meter müsste ich ausgebaut haben. Oh mein Gott, nicht, dass ich jetzt gecheatet habe. Also das habe ich jetzt gerade die Kapazitäten hier irgendwie extremst erhöht. Aber ist ja nicht so, als gäbe es hier keine Leute, die da mitfahren wollen. Also da ist schon. Die haben schon Lust auf Züge. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem einen raus. Also 408 Kapazität. Ich glaube, so Riesenzüge hatte ich, glaube ich, noch nie. So eine Kapazität. Ja, das sollte schon einen rausnehmen. Hier warten 549. Da kommt die S-Bahn an, gequietscht. Ja, der macht die voll. Also ich glaube da, ja, keine Ahnung. Da müssen wir auf jeden Fall bestimmt einen Zug rausnehmen. 129, ach, das tut mir schon ein bisschen leid jetzt. Lieber jetzt, solange da noch nicht so viele drin sind. Ah! Finden wir irgendwo einen, der leer ist. Nein, keiner ist leer. Gut, ja komm, nehmen wir den mal raus. Entschuldigung. Ja, wir werden das ein bisschen beobachten. Ich nehme an, das wird jetzt sehr, sehr teuer vom Unterhalt her. Der lädt jetzt hier alles ein, was geht. Und dann ist der Bahnhof fast leer. Also da macht der eine S-Bahn mal einfach alles leer. Ich glaube, den verkaufen wir auch noch. Wir lassen die aussteigen oder verkaufen wir den?
meine Güte, ich habe gar nicht in Erinnerung von der letzten Karte, dass diese S-Bahn so wahnsinnig viele Leute transportieren können. Na komm, fahr mal rein. Da kommt er. Meine Güte. 408. Ja, jetzt ist der Bahnhof leer. Ich glaube, die sind komplett überdimensioniert hier. Ja, wahrscheinlich müssen wir sogar noch, dann, nachdem ich den rausgenommen habe, noch eine oder zwei rausnehmen. Vielleicht verschlechtert sich der Takt. Oder wir hängen halt einen Waggon ab, jeweils. Das ist vielleicht besser, als wenn wir so viele Züge verkaufen. Oder am Ende einen schlechten Takt haben. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 5 Stück. Takt, 5 Stück. Ja. Liebe Leute, ich werde klar lieber noch. Wir lassen jetzt mal eine Runde fahren und sobald die nicht mehr voll sind, so wie der jetzt hier, werde ich da einfach einen Waggon abhängen. Jeweils. Meine Güte. Gut, gucken wir mal runter, was für ein Ziegelwerk ist. Hat er sich jetzt endlich dran gewöhnt? Oh shit, ich glaube, dafür tut sich immer noch nichts. Kein Versand! Ah! Was ist da los? Müsste doch eigentlich passen. Ich werde das mal alles probieren. Also, wir haben hier Ziegel. Die werden mit diesen Transportern hier transportiert. Und die können das auch, alle Güter. Dann haben wir hier eine Bahn, Ziegelflughafen. Die. Okay, da haben wir es. Natürlich keine Ziege transportieren kann. Der Strauß. Müsste den Franz Josef nennen. Eigentlich müsste den Franz Josef nennen. Das klingt besser als Strauß. Der Franz Josef kann das gar nicht transportieren. Sicher. Es hilft mir immer, genau jedes Fahrzeug durchzugehen und zu gucken, ob es wirklich das transportieren kann. So findet man den Fehler immer. Weil irgendwie manchmal geht es mir doch, dass es der falsche Waggon ist. Ich weiß nicht. Irgendwie denke ich immer, die Fertigprodukte, die müssen ja immer in diese normalen, in diese geschlossenen Wägen rein. Aber ist natürlich nicht so. Ja. Entschuldigung. Das geht natürlich nicht. Wir ersetzen den. Ach Gott, nee, komm, wir ersetzen den nicht. Wir machen das so. Ich bin ein Trottel, echt. So, 52 Kapazität. Lass mal das erstmal so. So, jetzt müsst ihr es aber loslegen. Jetzt komm, hau raus! Ich bin beunruhigt. Da, jetzt geht's los. Okay, also es funktioniert. Es dauert eine Weile, bis es anläuft, denke ich, aber das wird noch kommen. Bin ich sicher. Das wird schon passen. Gut, jetzt haben wir noch im Prinzip weniger als eine Minute Zeit, sagt mein Programm hier und da könnten wir in der Zeit auch vorbereiten, dass die Leute aus Trostberg da oben, wo ja die Tram eh schon anhält. Oh, da stehen noch einige. Aha. Ein paar Leute finden das interessant hier mit dieser Linie. Ich finde es auch interessant. Das kann aber besser werden. Ja, also das funktioniert schon. Wir müssen jetzt, wenn wir wollen, dass die da runterfliegen können, hier noch ein Gäste, Passagierterminal ranbauen. Nein, falsch. Was mache ich denn hier? Ah doch, passt so. Also, Passagierterminal. Ja, wie sieht das denn hier überhaupt aus? Heute haben wir wirklich viel geschafft. Oh nein, der CK wird traurig sein, dass ich keine Mitfahrt gemacht habe mit dem neuen Zug. Oh, jetzt haben wir den neuen Zug, der hier fährt. Der Franz Josef. Und keiner ist mitgefahren. Ich bedauere es. Das war nächstes Mal. Jetzt machen wir jetzt hier noch weiter. Bauen da ja eine Straßenbahnhaltestelle im Prinzip hin. Oder? Nee, wir machen das nicht hier. Wir machen das nicht damit drauf. Die haben sich eine eigene Haltestelle verdient. So. Gebäude. Ja,
die hat sich schon eine eigene Straßenbahn hier, eine eigene Haltestelle verdient. So ist aber nicht. So. Sieht doch eigentlich ganz schick aus. Jetzt müssen sie halt irgendwie darüber laufen können. Ich glaube, da helfe ich ihnen mal mit einer besseren Straße. Mit Bürgersteig. Sieht wieder blöd aus ohne Ende hier. Dieses abrupte Ende hier. Oh. Was? Bushaltestelle? Busspur? Nein. Nicht doch. Nein. Bitte nicht. So, Straßenbahn. Fährt dann hier. Ist dann gleich, wenn die Schienen aufwerten, die Straßen aufwerten. Ja, komm, mach. Hast du? Den alten Flughafen können wir entfernen. Der wird nicht mehr genutzt jetzt. Weg mit dir. Hinterlässt so ein bisschen was hier in der Landschaft. Oh! Aha, aha, der Hafen hier. Den könnten wir eigentlich auch mit anbinden an die Flughafenstraßenbahn. Würde ich sagen. Was ist das überhaupt hier? Die Straße, die einfach so rausgeht. Oh Gott, das sieht aber vielleicht auch blöd aus. Komm, die machen wir. Die machen wir. Oh. Jetzt haben wir die Minute schon längst rum. Machen wir es mal so. Ohne Tramgleis, bitte. So. Unsere Tram. Moment mal. Achso, hier bin ich. Ich bin gerade hier. So. Genau, unsere Tram. Lassen wir hier vielleicht nochmal abbiegen kurz, dass die darüber fährt. Ja, komm, machen wir das mal. So, und dann fährt die hier runter. Direkt zum Bahnhof. Wo wir keine ordentliche Bushaltestelle haben. Ist ja peinlich. Ah gut, so geht's auch. Okay, und ich würde sagen, ich glätte das hier mal noch alles. Ah. Damit wir hier das nicht mal sehen müssen, wie es da mal ausgesehen hatte. So, alles weg. Wunderbar. Wir hören jetzt auch gleich auf, aber was ich auf jeden Fall heute noch mache, ist diese kleine Verbindungsstraße darüber, damit dann die Tram darüber trödeln kann. Nehmen wir doch mal diese hier. So. Jo, wunderbar. Und dann werden wir die Linie, die jetzt hier fährt, das ist eine Buslinie wohl. Wie sieht's da aus? Ein einziger Bus verkehrt hier. Ja, die werden wir erweitern zum Flughafen. Und da fahren dann Trams entlang. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir dann auf. Ich hoffe, ich denke nächstes Mal dran, das so zu machen. Nächstes Mal wird alles besser. Ich meine, es ist natürlich alles schon gut, aber nächstes Mal wird alles noch besser. Und ich freue mich drauf, liebe Leute. Macht's gut, bis dann. Eure Lucida. Tschüss.